Schwestern und Brüder, dieses wunderschöne Fest trägt seit den ältesten Tagen der Christenheit, auch bevor man so ein Wort wie Weihnachten überhaupt nur denken konnte, den Begriff Hyperpanti. So nannten das die Christen in Jerusalem. Fest der Begegnung. Alles, was wir heute tun im Gottesdienst, der Zug mit den Lichtern, die Lichter eigens zu segnen und sie als Zeichen für Christus zu sehen, alles, was wir tun, Christus neu zuzuhören, unseren ganzen inneren wie den äußeren Blick ganz auf ihn zu richten, ist alles angeregt von dem, was wir im Evangelium hörten und in der Lesung des Propheten Malachi. Fest der Begegnung. Und wir, die wir die Schrifttexte gehört haben, können schon ein wenig aufzählen, wer denn da alles einander begegnet. Natürlich treffen Maria und Josef mit dem Kind auf den Armen im Tempel auf Simeon und Hanna. Aber viel mehr noch. Hier, so sagen die Väter, begegnen einander das irdische und das himmlische Jerusalem. Nicht nur, dass mit Simeon und Hanna sozusagen die Spitze derer, die durch das oder als auserwähltes Volk Gottes voller Sehnsucht nach dem Retter suchen, auf ihn warten, zeitlebens, die ihr ganzes Leben lang wie ein Ausrufungszeichen wachsam sind und auch, wie das der Heilige Geist ihnen eingibt, sie nicht sterben, bevor sie den gesehen haben, der wirklich die Rettung und das Licht für alle Menschen ist. Das ganze Alte Testament mit den Propheten und der Tora, der ganzen Geschichte, die so oft wie unsere eigene Geschichte des Glaubens bedroht ist und voller Abstürze, sie alle zielt hin auf diesen Moment, auf diese Begegnung, da Christus in den Tempel getragen wird. Es begegnen einander, so die Väter, das irdische und das himmlische Jerusalem. So wie wir das im Zug durch unseren Tempel hier deutlich gemacht haben, der durch die Weihe seit vielen, vielen Jahrzehnten, seit beinahe 100 Jahren, Abbild des himmlischen Jerusalem hier mitten in Burbach ist. Hier begegnet auch Irdisches und Himmlisches. Wir mit unserer irdischen Geschichte, wir, die wir uns oft schwer tun mit dem Glauben, dürfen hier im himmlischen Jerusalem, in diesem Haus aus Stein, das geweiht ist, Christus begegnen. Als das Fest von Jerusalem kommend über den Osten im Westen anlangt, das dauert immer ein paar hundert Jahre, also im 8. Jahrhundert entdeckt man dieses schöne Fest in Rom, gibt es eine neue Begegnung. Eine Begegnung von heidnischem Chaos, das eher an unseren Karneval erinnert, und dem, was die Christen seit alters her mit diesem Tag verbinden. Amburbale nennen die Römer das. Laute, schreiende Umzüge, man macht richtig Lärm. Das heidnische Chaos, ziellos, einfach ausgelassen, total ausgeflippt. Bis zur Liturgiereform fand die Prozession, genau das im Hintergrund habend, in schwarzen Paramenten statt, was uns heute vielleicht sehr komisch vorkäme, wenn wir jetzt hier in Schwarz alle herumgezogen werden oder zumindest liturgisch gekleidet. Irgendwie reibt sich das sehr mit dem Festanlass, mit dem, was wir heute begehen. Aber es war der letzte Überrest dieses römischen Amburbale. Chaos trifft Licht, die Situation des Anfangs der Schöpfung. Alles ist Tohu Wabohu, wie die Genesis sagt. Alles durcheinander, alles ziellos. Und dann spricht Gott neu sein Wort und es wird Licht. So wie wir das gefeiert haben. So wie wir eben mit dem Licht durch diese dunkle Kirche gezogen sind, weil wir wissen, es gibt dieses Wort, das Gott neu spricht, auch heute in das Chaos unserer Gesellschaft hinein, vielleicht sogar in das Chaos meines Lebens. Er spricht dieses Wort neu und es wird Licht. Es wird dann hell, wenn wir uns ganz auf Christus hin konzentrieren. Und das ist ein weiterer und soll für heute der letzte Impuls sein aus den Schrifttexten. Dieses Fest, das lange Zeit In Purificatione hieß, Maria Reinigung, haben wir dann vorschnell übersetzt. Und die Einheitsübersetzung macht es sich auch ein wenig einfach, wenn sie sagt, es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Die Väter
der Antike und des Mittelalters, die vielfach in den lateinischen Text der Vulgata hineinschauten, fanden da eine andere Aussage. Dort heißt es nämlich einfach, nachdem sich die Tage der Reinigung erfüllt hatten. Es wird nicht gesagt, es bleibt offen, wer sich da reinigen muss. Natürlich implizit, wer die Geschichte kennt, weiß eigentlich, worum es geht. Aber genau in diesen Spaltbreit, wo die Tür der Interpretation offen steht, gehen viele Ausleger der Väter hinein und sagen, ist das nicht schön? Ist das nicht ein Zeichen für uns, dass wir auch in dem Moment Christus in unsere Arme schließen, auf unseren Armen tragen dürfen, wenn sich die Tage unserer Reinigung erfüllt haben? Ist das nicht das Lebensprogramm des Christen, sich immer wieder neu zu reinigen, um Christus zu begegnen? Dass wir selber so sind wie Christus, wie wir an diesem Tag in den Horen gesungen haben. Christus ist das Licht und er sagt, auch ihr seid das Licht. Wir sollen nicht der schäbige Eimer sein, den man über dieses Licht stülpt, wie wir das vielfach auch aus den Schlagzeilen jetzt gerade in den vergangenen Tagen wieder entnehmen können, wo das Licht der Christen, und das ist immer das Licht Christi, hell leuchten soll, und dann gibt es so viel Schmutz, so viel Unreinheit, so viel Unrat und so viel Skandalöses. Es bedarf immer und es beginnt bei jedem und jeder von uns der Reinigung, damit sich die Tage erfüllen und wir erleben, wie Simeon und Hanna, dass uns Christus begegnet. Lassen Sie mich schließen mit dem Ende einer Predigt, die Cyril von Jerusalem im 5. Jahrhundert zugeschrieben wird zu diesem Tag. So wollen wir heute und immer da rufen, was zu diesem Feste passt. Mit den Engeln wollen wir uns im Reigen schwingen, mit den Hirten uns vom Licht umstrahlen lassen, mit den Magiern zur Huldigung gehen, mit Bethlehem feiern, mit Zion zur Begegnung entgegenziehen, mit dem Tempel uns heiligen, mit der Jungfrau lobpreisen und jubeln, mit Josef Leib und Seele wie zwei Turteltauben herbeitragen, mit Simeon Christus in die Arme nehmen und mit Hanna das Bekenntnis ablegen. So wollen wir der ewigen Güter inne werden, durch die Gnade, das Erbarmen und die Menschenfreundlichkeit unseres Kyrios, Gottes und Heilandes Jesus Christus. Ihm ist alle Glorie und die Macht mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen.